Bergauf und seid gegrüßt im Landwirtschaftssimulator 2019. Ja, und heute machen wir hier weiter auf der Gemeinde Rade. Ich bin hier mit dem John Deere und dem Schwader unterwegs. Nein, nein, keine Sorge. Wie man es ja unschwer erkennen kann. Es ist kein Heu, was ich hier auf Schwad lege, sondern es ist das Gras. Und zwar, wenn ihr mal oben auf den Wetterbericht schaut, es ist schon wieder Regen im Anzug. Und mit dem Heu, das kann ich ja wie gesagt vergessen. Aber einer von euch, ich glaube der kleine Farmer Joe war's, der hat mir da noch einen recht hilfreichen Tipp gegeben. Der hat gesagt, das ganze Jammern um das Heu bringt ja nichts, womit er ja zweifellos recht hat. Er hat mir noch geraten, mach doch von dem Gras, versuch's noch zu retten und mache dort Silageball draus. Und die können wir dann noch verkaufen. Da haben wir zwar kein Heu, aber Geld. Und Geld wird bekanntlich bei mir auch nie zu viel. Eher zu wenig. Es kommt der Winter. Da haben wir jetzt sowieso keine Einnahmen weiter. Also ich muss sagen, ist noch ein sehr, sehr guter Tipp gewesen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ja, und da werde ich jetzt versuchen, bevor es dunkel wird, noch anzufangen, Silageballen zu pressen. Die Wiese Nummer 17 habe ich schon auf Schwatt gelegt. Hier sind es jetzt die letzten Meter. Und dann geht es zurück zum Hof. Dann hängen wir die Presse an und werden versuchen, noch vor Einbruch der Dunkelheit hier Silageballen zu pressen. Und das sollten ja doch ein paar werden. Und bringt mir vielleicht noch ein paar Euronen aufs Konto. Also, da hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können, aber bin ich eben nicht. So, jetzt müssen wir oben nochmal das Vorgewände vorziehen und dann sind wir hier schon durch mit der ganzen Geschichte. Ja, nebenan das Feld 11, da habe ich ja im letzten Video noch vom Bauer Görges diesen Lemken Kompaktor getestet. Und muss sagen, war sehr zufrieden damit. Das Ding steht allerdings noch auf dem Hof. So dreckig, wie es vom Feld gekommen ist. Und ja, muss ich halt noch waschen. Vielleicht nochmal drüber schauen, ob alle Schraubverbindungen fest sind und. Und dann werde ich ihm das Ding wieder rüberbringen. So, irgendwie sehe ich hier gerade gar nichts. Den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mein Gott. So, aufpassen. Da hinten sehe ich gerade auch noch den einen Strohballen liegen. Der war ja noch in der Presse drin. Den müssen wir dann bei der Gelegenheit, wenn wir hier die Silageballen holen, mit zurück zum Hof nehmen. Ich werde auch die Silageballen dann, oder Grasballen, erstmal sind es ja Grasballen, ne? Werde ich hier liegen lassen, von Zeit zu Zeit kontrollieren und wenn sie dann fertig zur Silage geworden sind, dann laden wir die auf und verkaufen die. Im Moment ist zwar der Silagepreis gerade am steigen, aber wenn ich sie jetzt abgebe, sind es ja
Leider nur Grasballen. So, müssen wir uns mal hier rauskämpfen. Man sieht wieder nix. Boah! Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Lässt mich raus, okay? Ja, 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 ja. Was macht denn der? Der zieht natürlich durch. So, vielen Dank, Kollege. Der Feierabendverkehr, der rollt hier in Rade. Die fahren alle nach Hause und ich mache jetzt noch mal raus auf die Wiese. Aber es nützt ja nichts. Aber so kann ich vielleicht das Gras noch retten. Dann kann es von mir aus über Nacht regnen. Und wir können dann am nächsten Tag, wenn das Wetter mitspielt, vielleicht mal uns um das Feld 11 kümmern. Dort wieder was andrillen. Muss ich aber nochmal im Fruchtfolgeplaner schauen, was wir denn dann nach dem Grünrocken da am besten drauf machen. So, die Frau richtet schon das Abendbrot her. Das ist gut. Das Ding wieder hier unter den Unterstand schieben. Ja, eigentlich ganz gut neben das Mähwerk gepasst. Ich hoffe mal. Doch, das sieht gut aus. So. Jetzt keine Zeit verlieren, Presse holen. Ich meine, der Johnny hat zwar jede Menge Arbeitslichter dran, aber solange wie noch ein Rest Helligkeit da ist vom Tag, würde ich das schon ganz gerne nutzen wollen. Da fangen wir am besten draußen auf der 17 an. Das ist noch die größere Fläche. Wenn es doch zu duster wird, dann mache ich das halt am nächsten Morgen. Mal schauen, wie es vorangeht. Es ist früher Herbst. Man merkt deutlich, dass es jetzt schon eher dunkel wird. So, frei, frei.
viele der Kollegen haben jetzt doch noch Glück gehabt und konnten ihre Felder noch abernten. Einige stehen allerdings noch auf dem Halm. So wie zum Beispiel hier mein Maisfeld, was ich eigentlich noch dreschen möchte. Also, da bin ich auch noch sehr gespannt. Lag bestimmt auch mit daran, ich habe es relativ spät angedrillt, weil ich wirklich gewartet habe, bis die Bodentemperatur so weit gestiegen war, dass man Mais legen kann. Ich glaube, 1 Grad unter dem vorgegebenen Wert war ich. Aber hätte das vielleicht doch noch einen Tag eher machen sollen. Selbst auf die Gefahr hin, dass da die Temperatur noch 1 Grad drunter gelegen hätte. Aber hätte Fahrradkette. Kennt man ja den Spruch. So. Jetzt macht er mir natürlich erstmal noch einen Heuballen, aber da bin ich absolut nicht böse drüber. Jeder Heuballen zählt. Ja, jetzt mal doch schon ein bisschen ordentlich Licht anmachen. So, der Trecker hat hier doch relativ zu kämpfen mit der ganzen Sache. Es ist zwar kein Reha-Mod mehr drauf, aber die realistischen Ladegewichte. Sorry. Ich habe wieder einen Frosch verschluckt. Ja, die realistischen Ladegewichte und die machen wahrscheinlich dann schon den Fahrzeugen hier ein bisschen zu schaffen. Der Johnny hat eigentlich 180 PS. Was heißt eigentlich? Die hat er. Aber das geht schon. So, und als hätte ich es nicht vorhin schon angekündigt, es fängt an zu tröpfeln. Da will ich bloß hoffen, dass ich das alles noch unter Dach und Fach kriege. Jetzt wäre es natürlich gut gewesen, einen Frontlader dabei zu haben. Mit einem Ballenspieß. Da hätten wir den Heuballen gleich mitnehmen können. Sehe ich erstmal gar nichts hier. Jetzt hat es mir hier garantiert den Ballen dahinter geschmissen, genau. So, also müssen wir uns sputen. Da vorne ist noch blauer Himmel, aber hier hängt dann schon eine dicke, fette Wolke drüber. Ja,
hat schon ziemlich Probleme, aber der Schwad ist auch verdammt fett. Wenn ich sehe, wie schnell hier die Presse wieder einen Ballen fertig hat. Kaum einer abgelegt, kommt schon der nächste aus der ersten Kammer rüber in die zweite. Da haben wir doch ordentlich was abgelegt hier schon. Muss aber dazu sagen, hier habe ich zwei Schwade auf einen gelegt, weil mit einem Mal durchfahren habe ich nicht alles wegbekommen. Trotz, dass die Arbeitsbreite von dem Schwader ja doch recht üppig ist. Aber hier, der Streifen hat so ein ganz blödes Maß, möchte ich jetzt mal sagen. Regen wird stärker. Super. Aber das ist nun mal im Herbst so, ne? Die neue Saat und die Wiese und alles andere in der Natur freut sich, denke ich, drüber, dass es wieder mal regnet. Also, das wären ordentlich Ballen. Mal wieder reinsetzen. Da ist es doch was trockener. Jetzt kann, habe ich die Heckscheibe zu. Ja, besser ist. Na, ja, ist der Schwad was dünner und schon geht's schneller vorwärts. Ich vermute mal, dass auch die Geschwindigkeit angepasst wird, je nachdem, wie schnell sich die Presse füllt. Weil sie muss ja trotzdem die Zeit haben, den Ballen zu wickeln. Und dann erst darf der nächste hinten rauskommen, wenn der abgelegt ist, der gewickelte.
Ich denke, das ist das, was das Spiel hier auch mitmacht. Ist vielleicht nicht mal die Leistung des Traktors. Hier seht ihr, hier ist der Schwad recht dünn. Muss man weiter fahren, um den Ballen in seiner Menge zu füllen, also die 4000 Liter. Halt, hier haben wir ja noch einen liegen. Jetzt geht er nämlich ab hier wie die Luzi. Wenn es weniger Gras ist. Fall kann ich dann die Wiesen auch noch mal düngen. Müsste ich mal schauen, was wir bei den Kühen an Gülle eventuell zu liegen hätten. Könnte man ja Gülle drauf machen. Wenn nicht, muss halt der gute alte Kunstdünger ran. Ich denke, für beide Wiesen wird es nicht reichen. Vermute ich. Dann könnte ich noch beim Viehhändler anrufen, fragen, was er im Prinzip für einen Kubikmeter Gülle haben möchte. Kann ja Gülle zukaufen. Ist am Ende vielleicht noch günstiger, die Kunstdünger zu kaufen. Und weniger Chemie ist im Spiel. Wieder fett. Ja, und schon wird er langsamer. Trotzdem ein Wunderwerk der Technik, die Presse. So klein und kompakt. Und du musst nicht anhalten damit. So, müssten es noch ein oder zwei Bahnen sein, dann sind wir hier schon durch. Hier ist erstmal noch so ein Mini-Streifen.
die Bienen fliegen noch bei dem Wetter. So. Klappt mal das Gerät zu. Auf der Straße natürlich die Arbeitsbeleuchtung aus. Dafür eher hier die Rundumleuchte an. Und ich werde auch nicht erst den Traktor tauschen. Das sind ja auf der 34 hinten sind das ja deutlich weniger Bahnen. Auch wenn das ein bisschen mehr bergan geht. Aber so kann ich vielleicht noch die letzten Lichtstrahlen ausnutzen. Und das Zeug ist in der Folie drin. Nicht, dass es mir, wenn das die Nacht regnet, wie verrückt, noch verfault und vergammelt und am nächsten Ingame-Tag ist es weg. Boah. Mann, 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 hier fliegt man ja fast aus dem Sitz. So, selbe Situation wie auf der anderen Wiese. Rechts sieht man was, aber links nicht. Aber geht. Also, ein Tiefflug rüber. Und weiter geht's. Schaffen wir noch. Hier ist auch schon alles runter von den Feldern. Sagt mein Nachbar an der Wiese oben, der hat noch Getreide stehen. Aber wenn es jetzt schon wieder regnet, ich sehe da schwarz. Auch hier steht noch was auf dem Halm. Die Feuchte wird so hoch sein, selbst wenn es nicht regnet. Bestimmt nichts zum Dreschen. So, oh, das ist aber nett. So, muss ich jedes Mal da hocheiern, das stinkt noch ein bisschen an, da ist dieser Seidezaun hier unten mächtig im Weg. So, aber ich werde das hier noch alleine machen, die halbe Stunde fürs
Filmchen ist schon wieder rum. Und ja, nächstes Mal schauen wir dann, was wir hier für neue Aufgaben haben auf der Gemeinderate. Ich hoffe, wir sehen uns da zusammen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.